meine Items sind im Hauptmenü. Herzlich willkommen zu einem kleinen News-Video über den Falconer. Falconer auf Deutsch. Und jo, währenddessen zocken wir kurz ein bisschen. Jo, ich hab's eigentlich gut aufgenommen. Die Skills sind irgendwie so durchschlagend und finde die Feuerfalle sehr cool. Wird aber sich zeigen, wie die Größe so mit der Zeit jo, harmoniert, oder? Weil ich habe eher so das Gefühl, aus der Bock muss ein bisschen schneller sein. Und da kann man natürlich nicht warten, bis der Boss dann endlich mal irgendwo in die Falle tritt und dann heftig Schaden bekommt. Ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen zwiespältig, wie ich gerne ein bisschen bin. Weil der erste Blick, der macht natürlich immer einen Hype und danach tut er irgendwie, jo, unsicher machen, bis man ihn dann spielen kann und dann merkt man, oh, er ist entweder underpowered oder overpowered und ja, ich weiß es nicht. Ich muss mir da noch ein bisschen Gedanken machen. Ja, es wäre nett, wenn ihr in die Kommentare schreiben, okay, es lag gerade ein bisschen, in die Kommentare schreiben könntet, wie ihr das so empfindet und was ihr denkt, wie sollten wir skillen am besten für den Anfang. Ich weiß schon ungefähr, was ich machen werde. Bin ja ein Summoner-Fan. Ich werde einfach eine Falconer ja, Sturzflüge machen lassen und vielleicht noch eine Falle, die irgendwie etwas debufft beim Gegner oder so, einsetzen. Aber das ist ja noch nicht klar, oder? Aber ich freue mich irgendwie. Also es ist eben so ein bisschen das Gefühl, ja, er wird nicht actiongeladen sein, er wird ein bisschen schwierig sein. Ey, wie schnell gehen die rund? Ein paar Monolithen natürlich. Jo, und jo, ich freue mich riesig. Also Falconer werde ich sicher sehr oft spielen. Und den Warlock natürlich im Let's Play nur. Aber das wird ja auch schnell gehen. Jo. Bin mal gespannt, also ich kann gar noch nicht so viel sagen. Ich freue mich auf die Unix, die er bekommt, oder sie. Und ja, auf irgendwelche lustigen Sachen. Ich freue mich immer, wenn es irgendwie so derart abgeht oder so. Wenn es einfach mal ein bisschen Game-Breaking wäre oder keine Ahnung. Auf irgendwie jo, just for fun oder dass es mehr Spaß macht. Aber klar, die Balance muss auch da sein, aber das wird wie beim Beastmaster. Irgendwas wird, nicht beim Beastmaster, beim Runenmaster, also Runenmeister, irgendwas wird broken sein. Also ein Riesenbug, wie zum Beispiel, ja, diesem Armor Penetration, also ich glaube Elemental Penetration ist es, wo verbuggt ist. Jo, bin mal gespannt, aber ja, die Entwickler müssen viel schneller so Hotfix rausbringen. Irgendwelche Bugfixes oder Balancing-Probleme einfach ständig irgendwie jo, rausbringen. Es nützt ja nichts, wenn irgendwie, ich weiß nicht wie viele Monate, 6, 7 Monate einfach jeder ja, einen super starken Bild machen kann und dann einfach gelangweilt ist längere Zeit, weil er dann ja nicht mehr Neues hat, oder? Das ist für mich irgendwie jo, so ziemlich Depri macht. Ich mache die Builds gar nicht. Wenn ich sehe, oh, das ist ein mega overpowered Build, dann mache ich ihn nicht. Wenn ich merke, oh, also wenn ich sehe, ich habe einen Build, der, jo, vielleicht ein bisschen mich weiterbringt, aber nicht so overpowered ist und dann overpowered wird, dann kann ich ja nichts dafür und dann spiele ich den Build halt auch ein bisschen. Also dieser Build ist ja nicht overpowered, aber kommt wenigstens in die ja, Empowered Monoliths, oder? Auch wenn er noch ein bisschen Schadensproblem hat und manchmal auch ein bisschen ja, Resistenzprobleme, ist er eigentlich ziemlich gut spielbar. Ne? Ist ja nicht overpowered. Overpowered ist, wenn man 5000 Corruption dann erreicht. Also ich weiß nicht, wie das geht. Das kann mir gerne mal jemand erzählen, wie das genau geht. Wahrscheinlich immer über Penetration. Dass man unendlich viel Schaden an den Bossen macht und so. Aber so Sachen, also sobald es wirklich
zu sehr nach Cheaten anfühlt, dann habe ich auch keine Lust mehr. Und ja, da waren ein paar Beats, die ich gerade schnell gemerkt habe. Ja, spiele sie nicht weit, weil sie zu OP sind. Das Spiel muss ja auch ein bisschen fordern sein, wie jetzt gerade. Dieses eine Echo ist ziemlich schwer. Richtig nervige Gegner drin. Und ganz schnelle Spitzen. Und ja, mal gucken. Ich zeige euch gleich nachher noch die Skills und so. Ist leider nur auf Maxroll, das ist wieder klar, ist nur Werbung die ganze Zeit zu machen. Anstelle mal im Forum oder so die Sachen vorstellen. Können es ja nicht zwei, dass es ständig Werbung machen, aber gut. Dann verdient wenigstens jemand etwas. Und ja. Jetzt schauen wir mal, wie es dem Entwicklerstudio noch 1.0 geht, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ja, es wird nicht besser gemacht. Sondern sie werden halt immer noch relativ ja, viele Fehler eingestehen müssen. Dass die ja, Spiele eigentlich nicht ganz so extremst gehypt sind. Also klar, wenn man von Diablo 4 kommt und sieht, ein Spiel ist viel besser, dann ist man gehypt, das ist klar. Das sieht man auch unten links meistens bei den Chats. Aber ich mach mal hier mal ein bisschen schneller, also viel zu viele dicke Gegner. Aber es ist klar, ein Profi, der alle kennt, wie ich, und auch nicht gerade so extrem profihaft spielen möchte und so, ist das Spiel schon recht langweilig. Also jedes Spiel, jedes Hack and Slay hat zu wenig irgendwelche Motivationsbringer oder so. Weil halt ständig auch immer wieder nur Grinding eingebaut wird, es wird eine neue Charakterklasse veröffentlicht. Auch die Charakterklasse muss dann endlos grinden, damit die Items kommen. Und so, es ist für mich jetzt gerade echt nicht so das Wahre. So, um jetzt zu sagen, jetzt beginne ich mit dem Falconier, ja, ich habe Spaß damit. Ich muss ausprobieren, ich muss sehen, was wie viel Spaß macht und ja, dann wird sich das wahrscheinlich schon wieder steigern. Also, es gibt ja eben den Falken und der kann so Strikes, so ja, Flug-Airstrikes machen, so Sturzflüge. Und einfach in die Nähe, also in die nächsten Gegner scheinbar, ist jetzt nicht so tolle, wird wahrscheinlich von einem Skillpunkt dann auch wieder aufgehoben, dass er wirklich vielleicht die Stärksten angreift oder so, die Zähesten oder so. Wird jetzt eher nicht so viel bringen. Und dann gibt es noch so einen Kreisflug. Das könnte eine Art Totem-Skill sein, also dass man halt einfach ständig dann den Falken umherkreisen hat. Er tut uns fangen irgendwie. Verstehe ich jetzt gerade nicht so schnell. Also wenn er euch erreicht, also wenn ihr zum Falken oder so gelaufen seid, und er euch sozusagen nimmt, wie aufsammelt oder so, werden so Blitze geschossen. Fäden, also Stürme, Federnstürme weggeschossen. Also das ist eher so ein Bewegungskill, wo man sich halt ständig bewegen muss, aber dafür sind die wahrscheinlich stark, die Federn. Und dann gibt es der gleiche Sturzflug, einfach mit einer Bombe. Der wird wahrscheinlich einfach explodieren oder so. Genau, und tut sie wahrscheinlich auch ein bisschen benommen machen. Genau. Ein Netz, das ist ja wieder klar, das gibt es auch in anderen Spielen. Einfach verlangsamen, oder ja. Wenn sie unter dem Netz sind, dann tut der Falken sie auch mehr angreifen oder ja, sie priorisieren. Und dann gibt es die Explosionstrap. Also die Explosionsfalle. Und ja, die wird einfach, wenn Gegner drüber laufen, gezündet. Und solange sie nicht gezündet wird und immer länger dauert, desto heftiger explodiert sie auch. Könnte spielerisch schon wirklich nice sein. Aber Bosse tun ja meistens nicht laufen. Das ist das Problem. Naja. Werden wir dann sehen, also ja,
ist auch noch ein Video für euch. Und hier haben wir Throwing Damage. Also werfen könnten wir eigentlich auch irgendwelche Sachen, denke ich mal. Es gibt ja da Shuriken und so, wo der Falcone dann benutzen kann schon. Und Damage ist drauf. Dex natürlich. Ah, und schnellere Abilities casten, also Instant, also sofort casten. Crit, das wusste ich natürlich. Und auch Crit ausweichen. Und Bewegung natürlich, Bewegungsgeschwindigkeit. Jo, also auf den ersten Blick, ich habe dir jetzt das noch nicht angeschaut, ist er ein bisschen seicht. Aber dennoch irgendwie ziemlich direkt, also dass er, ja vielleicht wegen seicht auch direkt, aber es gibt nicht irgendwelche Sachen, die neu sind. Es wird wahrscheinlich einfach so darauf auslegen, dass man halt den Falken benutzt, wo man den anderen zwei Charakteren nicht hat und halt die Fallen. Also Mana-Recken haben wir drauf, aber irgendwelche Mana-Sachen hätte ich schon gerne noch im Skill, passiven Tree. Jo, das war's. Also hier sind noch Skillbäume. Okay, der Falke, der geht auf Schaden, Gift. Ah, Acid Flask. Das wäre doch etwas zusammen. Acid Flask. Habe ich noch ein bisschen vergessen. Ist ja auch Wurf. Genau, und dass er die Nähe, Gegner in der Nähe angreift, das ist klar. Genau, Feather Knight, Ding, also Federn, Klingen oder Dolche, dass die schneller kommen. Dann hier unten haben wir Crit Multiplier. Einen Buff, der mehr Crit Multiplier gibt, kann das sein? Ah nein, dass Crit Multiplier umgewandelt wird in einen Buff. Der, also wenn wir angreifen, hat der Falken dann mehr Crit Multiplier. Okay, es ist so eine Art Umwandlung auf den Falken. Ja, und dann ist, ja, wieder Angst machen. Eine Linienattacke und das wäre doch etwas für mich so. Und mega Sturzflug ständig. Gut. Und Threshold, ja, das wäre ein Fehler nehmen. Das ist natürlich cool. Und wenn er killt, dann macht er nochmals zwei neue Angriffe, Sturzflüge. Gut. Okay, also mit 40 Attributen total hat man dann Mana und Health, also Leben bekommt man über. Okay. Also damit die Falcon-Sturzflüge ja schneller weg sind, also die Cooldowns eigentlich weg sind, muss man dann einfach Mana ausgeben. Dafür, ja, wir bekommen kein Mana über, okay. Also ich würde auf Acid Flask gehen. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen Fan von diesem Angriff, aber er ist viel zu schwach. Und dann einfach auf Gift oder so. Es gibt keine Giftumwandlung, der Falke sieht dann nicht irgendwie anders aus. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Unique davon und dann wird er anders aussehen. Also ich hoffe, dass der Falken einen anderen Skin bekommt. Sonst bin ich böse auf die Entwickler, weil sie so faul sind. Ja, aber man kann jetzt nichts anderes, man kann nur den Falken. Ja, Falconier Builds. Aha, das sind die ersten Sachen. Ja, Morning Frost natürlich wieder, aber das macht uns ja empfindlicher, habe ich das Gefühl. Also steht auf jeden Fall dort, dass man, oder die Gegner weniger Resistenzen bekommt, das steht gar nicht. Habe ich noch nie so richtig getestet. Ja, Ballista zusammen mit Explosionstreib könnte auch etwas sein. Keine Ahnung, was ich nehmen soll.
Also ich werde eher so ein bisschen ein Bild nehmen, den ich andere sofort nehmen würden. Und vielleicht später dann ja den ersten, zweiten guten Bild dann nehmen, um ein bisschen weiterzukommen. Aber ich werde ja sowieso viel spielen, also werde ich wahrscheinlich da einen selber auswählen müssen. Gut, Dankeschön fürs Schauen, ja. Und ja, Let's Play Parts kommen ja bis zum 21. wahrscheinlich wieder täglich, also ist ja schon täglich gekommen. Und ja, schauen wir mal, hä? Dankeschön fürs Zusehen und ja, viel Spaß noch dann. Tschüss.